Hey ho, heute gibt's schon wieder Geschnetzeltes. Ist mir gerade so aufgefallen, wo ich alte Videos durchgeguckt habe, aber heute machen wir das Geschnetzelte etwas anders. Und zwar asiatisch. Und dazu möchte ich ein Experiment machen, deswegen Hähnchen, Geschnetzeltes mit Banane und Reis in Kokosmilch oder mit Kokosmilch gekocht. Das Ganze dann auch nochmal im Wok angebrutzelt, ein bisschen Gemüse mit hinein und dann schauen wir, ob das was wird. Ob das mit der Banane nachher schmeckt, kann ich absolut noch nicht sagen, aber da drüben habe ich schon die Alternative liegen. Wir werden zuerst einmal einen Test machen und wenn es schmeckt, dann so richtig. Aber jetzt schauen wir darüber, was wir alles vorbereitet haben. So Freunde, das Wichtigste zuerst, Fleisch. Das habe ich schon vorbereitet und zwar mit Sojasauce und Teriyaki-Soße eingelegt. War ungefähr ja, 20% Soja, 30% Teriyaki-Soße, so um den Dreh rum. Und das Ganze gewürzt mit der 5-Gewürze-Mischung. Die habe ich mir mal aus dem Asia-Shop bestellt. Das Ganze habe ich nämlich extra vorbereitet, dass das schön durchziehen kann. Und ja, ein bisschen Gewürzpulver rein und die zwei Soßen dazu ist keine Kunst. Ich glaube, da könnt ihr mal verzeihen, dass ich das schon vorbereitet habe. Dann haben wir hier einen Basmati-Reis. Etwas Kokosmilch, Banane, da werden wir wahrscheinlich auch bloß eine, maximal zwei brauchen. Plan B sagt Ananas und dann noch Möhrchen und Paprika als Gemüse zu dem Reis nachher. Gut, Freunde, ich werde jetzt das Schnippeln anfangen. Banane werde ich wahrscheinlich erst nachher draußen kleinschneiden, eben damit sie nicht braun wird. Aber jetzt zuallererst werden wir erst einmal den Reis hier, ja, eine gesunde Portion auf dem Herd stellen und kochen. Ich bin hier mal wahnsinnig gespannt, ob das mit dem Reis wirklich was wird. Wir haben hier jetzt eine Grill-Junkie-Tasse voll Reis, ca. 250 Milliliter. Dann eine Dose mit 400 Milliliter Kokosmilch. Die habe ich jetzt schon ein bisschen unterrührt, weil ja meistens da so ein fester Barz mit reinkommt. Deswegen werden wir die jetzt auch zuerst erwärmen, dass die sauber flüssig wird, bevor dann der Reis damit hinzukommt. Und noch circa 50 bis 75 Milliliter reines Wasser, einfach um das Ganze ein bisschen zu verdünnen. Tja, und dann gucken wir mal, ob das funktioniert und wie lecker das hinterher schmeckt. Wie gesagt, sobald sich hier alles aufgelöst hat, tun wir dann gleich den Reis hinzu. Dann eben kurz aufkochen und dann auch schon wieder herunterschalten. So hat es mir mein Schatz aufgetragen. Ich bin ja nicht der große Reiskocher. Aber ich merke schon, das Ganze ja, löst sich schon leicht auf. Schatz, würdest du noch etwas Salz gleich hinzugeben oder so? Bisschen. So einen halben Teelöffel. Dann tun wir noch ein bisschen Salz hinzu. Und ich würde mal sagen, wir können den Reis auch schon mit reinrühren. Also hier müssen wir natürlich jetzt stark aufpassen, dass uns das Zeug nicht anbrennt.
mit der Kokosmilch. Deswegen mache ich das ja auch auf dem Herd. Den kann ich ganz feinfühlig regulieren und nicht draußen. Rührst du auch schon um? Ja, ich rühre auch schon um, mein Schatz, immer wieder. Nein, du riechst noch nicht. Das sind Halluzinationen, was du da hinten riechst. So, mein Flügellama, Schatz, dann schauen wir doch mal hier in den Topf rein. Schalt zurück, bitte zurückschalten. Ja. Mach ich. Darf ich mal? Ja, natürlich. Wie sich das anfühlt. Fühlt sich gut an. Auf 1 zurück. Auf 1 zurück? Dass das nur noch quillt und den Deckel drauf. Warte, lass mich noch einmal sicherheitshalber umrühren. Darf jetzt nur noch quellen. Nur noch quellen, okay. Ja. Schatz hat gesprochen. Weil Schatzi hat gerade nur beratende Tätigkeit. Weil, ja, die ihre OP mit der Schulter hinter sich hat. War das jetzt der richtige Deckel? Nö, eigentlich nicht. Jetzt habe ich 20 verschiedene Deckel hier flacken und keiner passt. Ist ja witzig, Leute. Ich werde wahnsinnig. Haha, ich habe den richtigen Deckel gefunden. Gut, lassen wir es soweit quellen. Bis fertig. So, Freunde, geraume Zeit später sieht das Ganze so aus. Also erinnert mich schon irgendwie an Milchreis. Naja, vielleicht die asiatische Version von Milchreis. Wir haben jetzt noch etwas Wasser hinzugetan und nochmal ein bisschen hochgeschalten. Weil der Reis ist nicht ganz so aufgegangen, wie wir es gern gehabt hätten. Aber ich würde mal sagen, jetzt sind wir auf der Zielgeraden. Und ich nehme die Kämme mit hinaus. Nachher holen wir dann den kompletten Topf mit raus. Ja, und Leute, wir gehen raus, machen draußen weiter. Tja, da wären wir heraußen mit allen Utensilien. Und wir werden jetzt hier rüber gehen. Ich habe mal wieder den Wokaufsatz vom Moester rausgekramt und da bringen wir erstmal den Wok auf Temperatur und dann fangen wir mit dem Fleisch an. Schauen wir mal, wie lange wir brauchen, bis der auf Temperatur kommt. Ich habe jetzt einfach bloß die Kohle unten reingeschmissen. Naja, und dann sehen wir schon. Also hier können wir jetzt gleich unser komplettes Teriyaki-Hähnchen reinschmeißen. Schauen wir mal mit einem Stück, ob es schon warm ist. Genug. Ja. Ja, wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Und so brutzeln wir jetzt erst einmal unser Hähnchen an. Heiligsblechle, kurz mal die Cam ausgemacht, wäre fast gar nicht nötig gewesen. Der Duft, der aufsteigt durch das 5 Gewürzepulver und die Soja-Teriyaki-Soße, das ist schon mal geil. Man merkt, der Dampf von unten ist noch nicht so, wie er sein könnte. Aber, ja, das wird schon. Nee, ich trau mich nicht. Nee, ich trau mich nicht. So, mal probieren, ob das Fleisch durch ist. Das schmeckt ja schon mal richtig geil. So, Leute, dann fische ich mal das Fleisch hier raus. Es ging jetzt doch ruckzuck am Schluss. Also wie gesagt, wir machen hier jetzt bloß eine kleine Testportion. Schade, dass mir jetzt die andere Hälfte von der Banane am Boden gefallen ist. Aber Gott sei Dank habe ich ja mehr eingekauft. So, die tun wir jetzt da ganz kurz anwocken. Einen kleinen Schluck Teriyaki noch dazu. Das
Das reicht schon. Bisschen Fleisch dazu. Kann ich was gegen dich tun? Nein, momentan kannst du nichts gegen mich tun. Das ist mir bloß jetzt etwas trocken gelaufen hier. Ja. Und jetzt werden wir gleich einmal dann das Hähnchenfleisch mit der Banane probieren. Entweder das schmeckt und ich mache die restliche auch so, vielleicht noch zusätzlich mit Ananas, oder es gibt dann das Ganze nur mit Ananas. Was ist mit deinem Gemüse? Gut. Das ist jetzt bloß eine Probiererle. So Leute, jetzt kommt erst einmal der Probelauf von mir. Dann muss noch Schatzi probieren und das Ganze absegnen, weil wenn es ihr nicht schmeckt, hat es keinen Wert. Dann brauche ich es nicht weiter so machen. Seltsame Kombination. Ein bisschen vielleicht überwürzt. Aber gar nicht so verkehrt. Probier mal. Ich halte dir den Teller so, weil Schatz ist nur einarmig gerade unterwegs. So, dann probier mal, ob dir das so zusagt mit Banane oder ob ich Banane und Ananas oder nur mit Ananas nachher machen soll. Das ist jetzt deine Entscheidung. Nicht mit Banane. Ohne Banane. Mit Ananas. Also ich hätte es ja mit Banane gemacht. Nee, ist nicht so meins. Ist nicht so deins. Okay? Dann lass mir die Banane übrig. Zweiter Versuch. Zweiter Versuch? Nein? Nein? Also ich finde es gar nicht mal schlecht mit Banane. Probiert es selber mal aus. Ich mache es dann mit Ananas. Ja, aber jetzt machen wir erstmal mit unserem Reis weiter. So Leute, nachdem ja mein Schatz das mit der Banane nicht gemundet hat, machen wir jetzt einen One-in-All-Wok. Und ja, ich glaube, der Name sagt alles. Oder All in One. Ah ja, ist ja wurscht. Dann kommt erstmal unser Gemüse. Schatz, wie sehr Ananaslastig magst du das? Sonst habe ich die ganze Dose Ananas rein. Nochmal. Wie sehr ananaslastig magst du das? Sonst hau ich die ganze Dose rein. Ja, hau ich. Geil. Leute, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Sie hat gesagt, schmeckt mit Sicherheit besser als Banane. Naja, nicht jeder kann alles mögen. Also die Banane, die hätte ich dann lieber in die Backe oder so. Oder ja, denk da was aus, ich mach das dir dann. Dann holen wir gleich unsere Ananas, unsere Dose. Da ist natürlich auch viel Saft mit drin. Alles rein, alles rein. Aber ein bisschen Flüssigkeit brauchen wir auf alle Fälle, damit uns der Reis jetzt nachher nicht gleich anbrennt. So sehe ich das zumindest. Und Leute, wisst ihr, was das Allerschlimmste jetzt gerade wieder ist? Während ich hier am Wok stehe, ist der Dirk schon wieder live. Wir haben es nämlich schon 8 Uhr wieder am Sonntag. Naja, gut. Ich habe vorher angerufen und habe gesagt, er kann sich Zeit lassen, ich bin noch beschäftigt. Also das ist wirklich schon fast wie Milchreis.
Prinzipiell können wir jetzt auch nachher gleich das Fleisch wieder mit hineintun. Ordentlich aufköcheln lassen, dass alles schön warm ist. Und dann sind wir auch schon fertig und können essen. So Leute, dann würde ich mal behaupten, wir sind hier fertig. Ich hoffe, dass drinnen vielleicht schon die Teller parat stehen, dass wir gleich essen können. Das ja, Gesamtprobiererle gibt es dann drinnen. Gehen wir wieder rein. So Freunde, so wie beim Asiaten sieht es natürlich nicht aus. Schatzi lacht da drüben. Warum sieht es immer bei dir aus, wie wenn sich das nochmal 9 durch den Kopf vergehen lassen? Ja, ich weiß auch nicht, aber das Wichtigste ist, ja gut, so schlimm sieht es jetzt auch nicht aus. Man kann noch Farben erkennen und riechen tut es fantastisch, Leute. Ich muss jetzt probieren. So, dann wollen wir mal. Ich melde mich nachher nochmal. So, meine Lieben, noch das kurze Fazit heraußen an der frischen Luft. Im Großen und Ganzen war es jetzt doch sehr lecker, auch wenn ich etwas zu viel von dem 5 Gewürzepulver da reingebracht habe. Aber ansonsten war das einfach hervorragend. Gut, mit der Banane war nicht so der Burner, für meinen Schatz zumindest. Ja, haben wir sie halt weggelassen. Schatzi, was sagst du dazu? Also ich denke, wenn man den Reis normal kocht mit Wasser und hinterher die Kokosmilch dazu geht, gibt, hat man den gleichen Effekt. Ja, rein theoretisch ja. Aber ich wollte halt wissen, ob man den Reis direkt mit Kokosmilch kochen kann, um eventuell einmal auch eine asiatisch angetatschte Süßspeise machen zu können. Ich habe da schon weiter gedacht. Habe ich ihr aber nicht verraten. Es funktioniert natürlich auch, die Kokosmilch so hinterher dazu zu tun. Aber eben, wenn man da jetzt da was Spezielles Süßspeisenmäßiges machen will, funktioniert das auch. Also, das weiß ich jetzt zumindest. Gut, noch irgendwas zu sagen, mein Schatz? War sehr lecker. War sehr lecker. Bis auf das zu viel Gewürzepulver. Ja, ein Einhandessen. Ein Einhandessen war das, ja. Wie gesagt, mein Schatz hat's mit der Schulter. Aber tut jetzt nichts zur Sache und ich beende jetzt einfach das Video, weil sonst wird es wieder so lang. Und Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Ein Däumchen nach oben, freundliches Kommentar, ein Abo, würde mich natürlich alles freuen. Also dann, Tschaikowski, bis bald. So Leute, aufgrund von Schatzi Schulter und so, ihr wisst ja, muss ich jetzt heute Fleisch aufschneiden. Sie steht aber neben mir und kontrolliert auf meinen Wunsch hin. So, mein Schatz.